Hast du schon gehört? Betrüger-Rapper Patron 61 wurde abgezogen. Ich bin der Betrüger im Deutschrap. Normalerweise ist der Betrüger aller Rapper selbst derjenige, der alle abzockt. Sei es Bushido mit der Zalando-Abzocke oder sogar auch das Finanzamt. 4 Millionen Euro Umsatzsteuer. Jetzt ist Patron 61 selbst zum Opfer geworden. Der Rapper hatte sich ein Date in Kiel organisiert. Weil es die Frau antörnt, sich im Bett auf Geld zu regeln, hat der Rapper 10.000 Euro bar mit im Gepäck. Patrick 17, dann sind die Riesen da. Doch als Patron in Kiel ankommt, trifft er nicht auf sein gewünschtes Date, sondern auf eine Gruppe von Männern. Diese begleiteten ihn auf einen abgelegenen Feldweg, nahmen ihm die 10.000 Euro ab und verlangten in den nächsten 48 Stunden eine sechsstellige Summe des Betrüger-Rappers. Laut mehreren Quellen hat Patron 61 Schulden beim Berliner Rapper Hayat. Diese wollte er nicht bezahlen und daraufhin lockte ihn Hayat in eine Falle. Hayat sitzt in Untersuchungshaft und Patron 61 hat sich schon seit längerem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Für mehr Rap-News, mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.